Laura! Ja, hört ja, man mich? Okay. Jetzt besser? So, ganz nah am Mund. Hört man mich jetzt? Okay. Also das Wesentliche hat der Sebastian und der Thomas haben schon gesagt und ich möchte heute einfach mal das Wort für die ältere Generation ergreifen. Ja, ich habe vor kurzem noch von der Gleichaltrigen sagen lassen müssen, was interessiert mich, was in 20 Jahren ist. Ich mache heute so weit, ich sieht mein Garten, wenn es noch so trocken ist. Es hat mich schon sehr betroffen gemacht. Ich denke, wir, meine Generation, wir haben alle, die meisten zumindest, haben Kinder und haben Enkel und deshalb sind wir automatisch dabei und sie hören dazu und können uns nicht rausnehmen. Und die anderen, die keine Kinder haben, ich denke, ich hoffe, die haben ein Gewissen für die Jugend und sind für die Jugend da. Und was es mir geht, also es soll nicht sein, dass wir jetzt ganz kleingeistig überall nach Fehlern suchen, von denen sie sich engagieren. Da wird ja gleich ein Shitstorm ausgelöst, wenn einer meinen Luftballon in der Hand hat. Darum geht es nicht. Es geht um Sensibilisierung, es geht um Zusammenhalt, dass wir gemeinsam was machen, dass wir gemeinsam arbeiten. Und ich möchte einfach heute zu einer weiteren Klimademo aufrufen, und zwar damit sich das Klima im Umgang unter uns verbessert, weil das ist dringend notwendig. Ich möchte jetzt euch alle dazu auffordern, dass wir mal zur Marienkirche laufen und mal richtig schön Lärm machen, dass auch der Rest der Altstadt erfährt, was hier los ist heute. Wir halten an der Marienkirche kurz an, halten inne und laufen einmal wieder hier zurück. Und dann gibt es eine kleine Abschlusskundgebung. Ich wünsche mir, dass ihr alle dabei seid. Das wäre echt fett.